Gehen wir direkt rein? Hab ich Bock drauf. Es macht mir immer Spaß. Let's go. Wir gehen rein. 2020, die besten Line-Sticker. Okay, es fängt zu schnell an. Los geht's. Ja, nice. Mag ich. Genie lässt der Genie Wünsche offen wie bei Aladdin von Disney. Nice. Wie ich mit den Mamis flirte, das ist Muttersprache. Stell das Plastik in die Küche, das ist Tupperware. Ficke die War das ein Diss, weil er gerade Shirin David zeigt? Warum stell das Plastik in die Küche, das ist Tupperware? Was hat Bosa Explosive wieder, dass er wieder auf YouTube hochlädt? Ja, die Monetarisierung. Er konnte eine Weile kein Geld mehr verdienen mit seinem Video. Ging die Line denn an Shirin David? Oder hat das jetzt einfach Bosa Explosive eingeblendet, um sie zu dissen? Mit Plastik meinte wohl eine krass operierte Frau. Okay, also war so random. Ah, okay. Ficke die Staatsgewalt, kippe den Karneval und drücke das Gaspedal wie eine Schwanenhals. Ja, weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht, Chat. Ja, das ist ganz. Ja, kann man bringen. Gefällt mir nur von der Delivery nicht so. Also, was ist die Delivery? Die Art einfach. Wie er so rappt da. Batzenzähle, du trägst wieder Secondhand wie Menschen mit einer Arthrose. Ja, obwohl. Nee, ist eigentlich ganz nice. Leibgericht schmeckt überall und nicht bei Mutti. Denn mein Leibgericht ist Pussy. Bro, wo bin ich hier schon wieder drin? Mann, Digga, das ist so eine typische Paul-Loke-Line. Leibgericht schmeckt überall und nicht bei Mutti. Denn mein Leibgericht ist Pussy. Heute, soweit man gucken kann, Rapper ohne Lust am Job machen Pop aus Gruppenzwang und werden verbannt aus dem Wunderland. Untergang der Kultur, weil wir keinen Bezug mehr haben. Und irgendwann kommt das zurück wie ein Bumerang. Die hat er doch nur mit reingenommen, um diesen Bumerang-Effekt reinzuballern, oder? Gucken kann Rapper ohne Lust am Job machen Pop aus Gruppenzwang und werden verbannt aus dem Wunderland. Untergang der Kultur, weil wir keinen Bezug mehr haben und irgendwann kommt das zurück wie ein Bumerang. Hab das Kusch und Skank so gut versteckt im Bus, verdammt, das Kopf kein Zeugendecken wie im Schutzprogramm. Zeugendecken, auch nicht bad. Dass Kasch und Skank so gut versteckt im Bus, verdammt, dass Cops kein Zeug entdecken wie beim Schutzprogramm. Kasch und Skank so gut versteckt im Bus, verdammt, dass Cops kein Zeug entdecken wie im Schutzprogramm. Nice. Weil bei mir Einfallsreichtum vorhanden ist, breche ich bei dir Einfallsreichtum vorhanden ist. Praktisch wie. Ja? Einfallsreichtum vorhanden ist, breche ich bei dir Einfallsreichtum. Einfallsreichtum vorhanden ist, falls. Falls Reichtum fahren. Die ist nice, da gefällt mir aber auch die Delivery nicht so. Das hat irgendwie so ein. Ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll. Das hat so ein. Vielleicht wegen der Mische oder vom Stimmeinsatz so ein Amateur-Vibe, einfach vom Soundbild. Zumindest diese Stelle. Weil bei mir Einfallsreichtum vorhanden ist, breche ich bei dir Einfallsreichtum vorhanden ist. Ja, irgendwie so von einer. Ich glaube, man hätte die geil bringen können. Aber ich finde sie da einfach nicht so geil rübergebracht. Feier die Line irgendwie. Ja, ich finde die an sich auch cool gedacht, aber sie ist irgendwie nicht so. Ich glaube, man hätte sie geiler rüberbringen können. Da wäre mehr möglich gewesen. Ja, weißt du, was ich meine? Okay. Praktisch Visionär, 18 Mio schwer. Kein Burnout, doch du sprichst hier mit einem Plattenmillionär. Einem Plattenmillionär, der so platt ist vom Burnout quasi. Ich habe erst nicht gecheckt. Hä, Platten? Was hat das denn jetzt mit Burnout zu tun? Aber okay. 18 Mio schwer. Kein Burnout, doch du sprichst hier mit einem Plattenmillionär. Ja, ist ganz nett. Mit und ein paar Läste stehen. Egal, auf meinem Grundstück sollen ein paar Läste stehen. Ein paar Bitches nimmst du mit und ein paar Läste stehen. Egal, auf meinem Grundstück sollen ein paar Läste stehen. Ja, oh, nice. Wieso am Rapper so viel Klicks? Keine Ahnung. Vielleicht hat dieser keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist geil. Das feier ich. Wieso haben Rapper so viele Klicks? Keine Ahnung. Vielleicht hat dieser keine Ahnung. Keine Ahnung. Das finde ich geil. Die ist geil. Nein, die will ich nochmal von vorne hören. Die ist auch geil delivered. 18 Mio schwer. Kein Burnout, doch du sprichst hier mit einem Plattenmillionär. Ein paar Bitches nimmst du mit und ein paar Liste stehen. Egal, auf meinem Grundstück sollen ein paar Liste stehen.
Wieso haben Rapper so viel Klicks? Keine Ahnung. Vielleicht hat dieser keine Ahnung. Keine Ahnung. Die feiere ich irgendwie, Digga. Die ist geil. Ja, die ist echt sehr nice auch gerappt. Ja, voll. Voll. Das ist keine Ahnung, am Ende macht die so nice. Genau. Obwohl es eine Wiederholung ist, aber es kommt in der Verbindung so geil mit dieser Fragestellung, ne? Vielleicht hat die, oder ist ja eigentlich keine Frage, aber mit diesem Kommentar so, ne? Vielleicht hat dieser keine Ahnung. Keine Ahnung. Das kommt schon fett. Meine Homeboys, sie sind Misse zerlegt, denn sie sind außen hart, doch innen süß, Skittles-Dragee. Ich bin wie Helmut-Boys, sie sind Misse zerlegt, denn sie sind außen hart, keine Ahnung, keine Ahnung. Guck, wie ich deine Homeboys, sie sind Misse zerlegt, denn sie sind außen hart, doch innen süß, Skittles-Dragee. Ich bin wie Helmut. Gibt mir gar nichts. Also gibt mir von der Vortragsweise nichts. Und auch dieses von außen Diss, von innen Diss, wie irgendwelche Skittles-Dragees. Keine Ahnung, auch von der Wortwahl, also hat die für mich dann keine Power irgendwie. Hat mich nicht bekommen. Und Kohl und verrate nie die Crew. Wenn ich komm, mal zu einem Fenster aus einem Hakenkreuz-Tattoo. Sieh den Alu. Und verrate nie die Crew. Wenn ich komm, mal zu einem Fenster aus einem Hakenkreuz-Tattoo. Sieh den Aluhut aus und den Anglerhut auf. Und bitte, bitte kill Bill und seine grausame Frau. Ich bin mir jetzt gerade voll unsicher, ist das so eine ironische Lines, die sich lustig macht über so Verschwörungstheoretiker oder, weil die Sache ist doch, genau, das, darauf wollte ich gerade hinaus, dass doch da auch irgendwie, ich bin da leider nicht so drin, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass da auch auf Twitter, dass die da so einen wilden Grind gefahren sind und deswegen, also mein erster Impuls, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, wäre gewesen, ist ironisch, aber dadurch, dass ich da auch schon mal irgendwie was von mitbekommen habe, dass die da irgendwie wild unterwegs waren, bin ich mir jetzt unsicher. Aber das ist schon sehr extrem, Bro. Das wäre dann schon sehr extrem, wenn das ernst gemeint, kann ich mir nicht vorstellen. Aluhut aus und den Anglerhut auf und bitte, bitte kill Bill und seine grausame Frau. Aber ich find's gut gerappt. Von der Fahrbahn. Die ist einfach geil, ist aber nice gerappt. Am Ende sagt er, dass er vom Mars kommt, klingt wie ein Joke. Nee, aber vielleicht kommt er ja wirklich vom Mars. Hast du einen Gegenbeweis? Du kannst nicht das Gegenteil beweisen. Was willst du? Erstmal überlegen, bevor man hier schreibt. Kein Whisky, kein Mojito, Prosecco. Ich klapp Frauen auf Joy-Club durch Profilbild von Mero. Und das ist... Digga, ist das dumm, Alter. Digga, ist das dumm. Kein Mojito, Prosecco. Ich klapp Frauen auf Joy-Club durch Profilbild von Mero. Ja, ich kenn Joy-Club nicht mehr. Was ist das? Kein Whisky, kein Mojito, Prosecco. Ich klapp Frauen auf Joy-Club durch Profilbild von Mero. Warum steht der Haupt angespritzt im PK Bukake Glory Hole die zweite? Okay. Also es scheint eine interessante Website zu sein auf jeden Fall. Aber so wie ich mir es vorstellen kann, kennt ihr das auch alle nicht, ne? Kennt keiner hier. Auch auf YouTube wahrscheinlich. Keiner kennt Joy Club, ne? Wer kennt Joy Club? Was soll das sein? Noch nie gehört. Und das SEK stürmt meinen G-Wagon. Doch da war längst der liebe G-Wagon. It was all of me. Bullet shooten. Meinen G-Wagon. Doch da war längst der liebe G-Wagon. G-Wagon. It was all a meme. Und das SEK stimmt meinen G-Wagon. Ja, das verstehe ich noch. Doch da war längst der liebe G-Wagon. Ist er das oder ist das sein Name? Ah, das ist sein Name. Okay, dann peile ich die Line. Okay. Ich wusste den Namen nicht. Bullet shooten mit Night Vision durch tiefe Täler und Schatten. Beide wieder lebt mit den Ratten. Doch ein Baum braucht auch paar Niederschläge zum Wachsen. Immer noch King. Es fangen wieder lebt mit. Okay. Bullet shooten mit. Ja, ist ganz, ganz nice. Es fangen dich mal vor. Ja, die ist Killer. Fischereien mit dem Suppenlöffel. Heute reicht eine Lein, du schneidest dir die Notenzöpfe. Als Kinder wünschten wir uns Sandsäcke vom Papa auf der tanzliche Kraftmager. Ich bin Asche und nicht Ascher. Kid. Die peile ich nicht. Also warum, also was hat Ascher da jetzt zu suchen an der Stelle? Warum Ascher? Einfach weil der Name ähnlich klingt oder was? Oder wie, welchen Zusammenhang hat er jetzt mit den anderen Lines? Wo ist da irgendwie der Twist? Er dachte, Chata hat eine ganz andere Stimme. Ja, aber ich glaube, der ist ziemlich wandelbar. Der hat dann irgendwie so ein oldschooligeres Album gemacht und da klang er dann ganz anders als noch früher, ne? Weil softer Sänger vielleicht, okay. Ascher macht Mucke für die Tanzfläche. Er haut dich auf der Tanzfläche mit Graf Maga um. Und wenn man bei Siri gesagt hat, mach Ascher an, ist Ascher angegangen. Ja, okay, ja, aber irgendwie kriegt die mich nicht. Also auch in Verbindung mit der Tanzfläche. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin Ascher und ich Ascher. Kid.
Jeder erwartete, dass es knallt. Die vertragen sich niemals, so wie Cannabis und Alk. Aber wir atmen alle denselben Smog zwischen Bomben, Bossen und Dealern. Public Enemies, wir kommen wie Tupac, angeschossenen Beamer. Jede Nacht nice. Insomnia, Rap ist heute poppiger. Und Leute lieben Vögel, die auf Stoff sind wie bei Hollister. Ich konfiguriere Krim. Ja, finde ich auch geil. Ich mag auch, dass er so einen sehr anderen Flow hat. Ne? Also sehr eigen, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es hat was. Jede Nacht Insomnia, Rap ist heute poppiger. Und Leute lieben Vögel, die auf Stoff sind wie bei Hollister. So wie geil gerappt. Ihre cremefarbene Karten kennt keine Kontoauszüge. Oh, sowas mag ich, Digga, geil. Ich konfiguriere cremefarbene Karten, kennt keine Kontoauszüge. Lady Marmalade serviert Croissants mit Konfitüre. Sag, was geht, wenn Kontoauszüge. Man konfiguriere cremefarbene Karren. Kennen keine konfiguriere cremefarbene Karren. Kennen keine Kontoauszüge. Lady Marmalade serviert Croissants mit Konfitüre. Schade, das sind dann immer so Lines, die würde ich geiler finden, wenn man das noch ein bisschen länger zieht. Das ist mir dann immer zu kurz, um geflasht davon zu sein. Sag, was geht, wenn du mich fly as fuck am Block siehst? Chef im Haus, Onkel Phil, Bill Cosby. Ich hab das Game in meiner Tasche, Tamagotchi. Auf die Straße. Haut mich auch nicht um. Chef im Haus, Onkel Phil, Bill Cosby. Ich hab das Game in meiner Tasche, Tamagotchi. Ja, ich hab das Game in meiner Tasche, so. Da ist mir so der Vergleich einfach zu simpel, weißt du, was ich meine? Wäre da jetzt vielleicht doch irgendwas mit zusätzlich noch mit einem Tier oder so gewesen. Aber so, er hätte jetzt auch Gameboy sagen können oder Handy. Weißt du, was ich meine? Das ist mir so, weiß ich nicht. Das ist mir zu simpel. Chef im Haus, Onkel Phil, Bill Cosby. Ich hab das Game in meiner Tasche, Tamagotchi. Auf die Straße, Straßenrennen. Mein Wagen hat 1000 Pferde und du machst bei Bitches Abstriche. So wie Frauenärzte. In der Ja, da gefällt mir die Delivery auch wieder nicht so. Mein Wagen hat 1000 Pferde und du machst bei Bitches Abstriche, so wie Frauenärzte. So von der Betonung auch, dieses Bitches Abstriche, so wie Frauenärzte. Ja, ich versteh's schon. Aber löst in mir nichts Krasses aus. Also da merkt man immer, wie wichtig es ist, das auch ist, wie man die Sachen rüberbringt, ne? In der KIZ Luxbox, Chloroform und Plastikplane. Der Sex mit ihr war so gut, ich sag der Familie, wo ich sie begraben habe. Alter! Also immer wenn KIZ drin ist, kriege ich so Kurzschlüsse in meinem Schädel. Jedes Mal aufs Neue. Junge, Tadler hatte mal die Acceleration länger durchgezogen. Aber das ist halt nur geil, wenn es auch gut gemacht ist. Wie ein Aquarell, Bitches, Sackmodell, Ficke, Rockefeller, Wein im Schachduell, Machiavelli in der Schattenwelt, weil der Mexican Rap macht Taco Bell. Yeah, Bitch, ich mache... Okay, Gehirn einschalten jetzt, aber... Wie ein Aquarell, Bitches, Sackmodell, Ficke, Rockefeller, Wein im Schachduell, Machiavelli in der Schattenwelt, weil der Mexican Rap macht Taco Bell. Mexican Rap, meint er. Weil der Mexican Rap macht, Taco Bell. Weil der Mexican Rap macht, Taco Bell. Okay, ist geil. Ja, die habe ich erst gar nicht gecheckt, weil die auch so schnell. Nice. Geile Line, ja. Die ist gut. Yeah. Bitch, ich mache keine Songs zum Mitsingen. Bin kein Bleistift, doch ich schreib nur, wenn ich spitz bin. Schau mal die anderen wählen. Ja, ich merke ganz oft, dass ich mit Farid Lines... Es gibt welche, die ich feier, aber die sind mir oft einfach zu stumpf. Gehen, als ob die Misere sich ändert. Dein Chef hat ein Lambo und zahlt die 8,50, wer ist hier Gangster? Digga, das ist geile Gesellschaftskritik. Stumpf auf den... Oder Kapitalismuskritik, stumpf auf den Punkt gebracht, Digga. Doch ich schreib nur, wenn ich spitz bin. Soll mal die anderen wählen gehen, als ob die Misere sich ändert. Dein Chef hat ein Lambo und zahlt die 8,50. Wer ist die Gangster? Nice. Finde ich sehr geil. Yeah. Poetischer Straßenrap, mein Sound hatte schon immer etwas Beethovenartiges, etwas Melodramatisches, denn es dauerte zum Fame. Ich wurde laufend übersehen, so wie Jesus von Nazareth. Komm im ich wurde laufend übersehen. Laufend über, also über, ne, über See gelaufen oder Wasser. Ja, ist auch nicht schlecht. Was mir hier gefällt, ist eher die Wortwahl. Also ich mag so dieses, mein Sound hatte schon immer etwas Beethovenartiges, etwas Melodramatisches. Ich mag so dieses Königliche, was er da auch von der Betonung, ne, einfach so, wie er es rüberbringt. Yeah, poetischer Straßenrap, mein Sound hatte schon immer etwas Beethovenartiges, etwas Melodramatisches. Denn es dauerte zum Fame, ich wurde laufend übersehen, so wie Jesus von Nazareth und auch die Reime. Melodramatisches, Jesus von Nazareth, Beethovenartiges, ja doch schon auch sehr stark. Komm im Eifer des Gefechtes, die Zeilen sind mein Vermächtnis, beseitige deine Wackness, denn keiner schreibt mit der Technik.
das macht's halt, ja, ja, das haben wir uns auch reingezogen, glaube ich, ne? Das haben wir gesehen. Ist das schon wieder 4 Jahre her, Digga? Ist das schon wieder 4 Jahre her? What the fuck? Wie schnell geht die Zeit rum? Oder 3 Jahre, das kann man ja nach 2020. Aber trotzdem, bei PA ist halt die Sache, er zieht es halt so lange durch. Ich glaube, im Original war es noch länger, oder? Er zieht es halt immer. Die Sache ist immer, wenn man so den ersten Teil hat, denkt man sich, oder bei mir ist es zumindest so, vielleicht weil ich selber Schreiber bin, denke ich immer so, ah, okay, jetzt geht es in so eine. Ja, man kommt halt schnell in so eine Richtung, wo das so aus dem Arsch gezogen wirkt. Ne? Dass du einfach nur bei die Message, wie deine Feine, wie Täter, wie keine, wie deine Bette, so. Aber er zieht das halt immer so lang und presst diese Silben so ekelhaft raus. Ne? Scheiß auf peinliche Faggots, die Eier zeigen per Message, wie er das so bangt, per Message. Er drückt es so ekelhaft raus und zieht es so in die Länge, dass es dann auf Dauer wieder geil kommt. So ist es bei mir. Ich denke mir immer am Anfang nicht mehr mal, ah, so hohes Potenzial reinzuscheißen, aber schafft es immer wieder, das trotzdem dope zu machen. Fake friends, fake streams, fake toner. Ah, genau. Ah, das war wegen dieser CNG-Geschichte. Ja, ja, stimmt. Als es so aufgedeckt wurde mit dieser Fake-Rolex und so. Ich musste erst gerade kurz überlegen. Replika, stimmt. Ja. Ja, ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, so meine Lieblingsline war entweder, es war keine Punchline, es war die Line von, wie heißt er? Von Disaster. Die fand ich sehr geil. Das Ende von PA war auch sehr stark. Aber es gab viele gute. Auch die Jesus von Nazareth-Line war geil, weil die einfach sehr krass gereimt war. Es gab viele gute Lines. Da waren echt viele gute dabei. Mexican Rap, ja stimmt, die war auch gut. Da waren echt viele gute Lines dabei. Ja, die war auch gut. Ja, muss man halt einfach sagen. Ne? Der, ja, ob jetzt selbst geschrieben oder nicht. Ne? Aber Kolle, der hat schon was so Punchlines und Technik und dieses ganze lyrische, diese lyrische Finesse ist das schon immer krank, was der abliefert, ne? Ja, lass gerne Liebe da beim Originalvideo. Kuss geht raus, Boss Explosive. Liebe an dich.